passend. Monty, ja. Du wurdest 1981 in Südafrika geboren, ist das richtig? Genau. Jetzt haben wir 2013, fast 14. Aus deiner Sicht, was hat sich verändert? Ja, ich denke, verändert, was eigentlich schwer ist, aber die Mentalität von Leuten hat sich verändert, weil die Leute sind jetzt ein bisschen mehr selbstbewusst und die wollen auf ihre eigenen Beine stehen. Mhm. Und die sehen, dass es ist wichtig, dass man Ausbildung hat und dass die eigentlich alle selbstständig sind. Ja? Sehr viele sind angewiesen auf Hilfe, aber die möchten selber auf ihre eigenen Beine stehen und das will ich sehen. Mhm. Was treibt dich immer wieder an? Du lebst in Deutschland, dann eben für deine Heimat was zu tun? Ja, ich muss sagen, das klingt auch ein bisschen hart, aber ich bin eine stolze Afrikanerin und ich finde, dass das müssen alle sein. Und das ist wichtig für mich, immer nach Hause zu schauen und schauen, wie fühlen sich die Leute und wie kann man die unterstützen, einfach stolz auf sich zu sein. Wenn die gesamte schwarze Kontinent stolz auf sich sein als schwarze Menschen und sagen, wir können das auch schaffen, dann glaube ich, haben wir eine bessere Chance. Auch du unterstützt uns heute Abend hier. Wir sind stolz drauf, wir freuen uns. Ihr seid da wirklich unheimlich engagiert in euer. Die Prominenten werden Paten, jeweils für einen Key. Wo kommt das Wort eigentlich her, Key? So viel wie ich weiß aus dem Chinesischen, wird geschrieben QEE, sagten sie schon. Genau. Und was es bedeutet, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall mal ein Bär. So, und dieser erste ist der Afri-Key. Genau. Sie beobachten das Ganze schon für uns. Genau, Mikro lasse ich hier gehen. Nochmal, Andrea, schön, dass ihr das alle mitmacht. So, und jetzt brauchen wir noch einen Stift. Oder liegt der da? Der liegt hier. Und wir haben uns geeinigt auf das rechte Ohr. Alle. Ja, und zwar von hinten, dass er von vorne im Originalzustand bleibt. Ja, aber hinten drauf zu erkennen ist, wer da die prominenten Paten sind. Der Afri-Key ist das. Also, vorne, man sieht die Elefanten und, ja, fangen wir an. Kann man die Mikrofon? Achso, Moment mal, wir machen das noch ein bisschen anders. Aua. Kannst alle Farben wieder spielen. Die Elefanten im Morgen oder Abend. Uli, Herr Grieshaber, ist er hier? Ja. Hallo, Mandy. Da kommt er mal. Hallo. Ich habe gar kein Mikro mehr, kann ich machen. So. Der Superkey, Paul. Hast du Superman gelesen? Wenn ich hier nicht bin, nein. Okay. Ihr zwei, Alexandra, Mandy? Superman war jetzt auch nicht so mein Zorn. Nein. Das macht nichts, weil der Key ist trotzdem super, oder? Ja. Der Superkey. So, ihr unterschreibt bitte genauso wie eure drei Vorgänger auf dem rechten Ohr. Soll ich das Mikro wieder für die Fotografen? Ist das ohne Mikro, glaube ich, besser? Ja. Ja, genau. Ich werde so schrecklich. Aber Paul, du musst es bitte gut festhalten, weil wenn er kippt, dann kommt das nicht so gut, oder? Und dann? Ja, rechts, dann ist er auch. Also ich finde, dass du das sehr gut machst. Oh, danke, das freut mich. Das ist ganz toll. Das ist toll. Ich finde, Alan, du hast mir das total gesprochen. Halt mal den Blick dann in die Mitte. Das freut mich. Wir haben gesprochen, Nina, Eichinger, Rufusbeck und Löw. Mach ich, willst du anfangen? Ladies first. Gerne. Nina ist krank, sie lässt sich entschuldigen. Sag, denke ich schon, alles sehen. Ja, ein großes Kompliment an den Künstler. Ich finde die alle fantastisch, muss ich sagen. Man kann den hier zum Beispiel auch, ich finde den Dollar, den sollte man auf jeden Fall auch noch spenden. Ja. Und dann kann man ja Blöckchen reinstecken oder so. Die sind ja gut funktional, würde ich sagen. Ja. Ja, das rechte Ohr. Das muss beschrieben werden. Ach so. Ja, eigentlich stimmt. Du hast doch hier auch gesagt, hier ist Lesotho da, wo das Herz ist. Das wollte ich doch gesagt haben. Schön, dass es quoi? Ja, das ist so betrogen worden ist, dann trinkt man immer gelb. Okay, ja, super. Jetzt will das doch keiner mehr kaufen. Doch, der geht auch noch weg. Ja, danke, also. Danke noch. Wow, der erste, wow. Ja. Marke Botschafter des Hörers. Aber jetzt eine andere Firma, die hier jetzt gerade ja nicht auf dem Vergleich ist, zum Logopost-Konzern gehört. Und Ulrich hat sich entschieden, nachdem alle, du musst jetzt zuhören, das ist wichtig, alle Naturprodukte in Asien Tierversuche unternehmen.
Das heißt, jedes Produkt, das ihr kennt, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber alle, die wir kennen, die unter dem Label Natur laufen, werden in Asien Tierversuche ausgesetzt. Und Ulrich hat die Konsequenz ergriffen und sich zurückgezogen vom asiatischen Markt letzte Woche. Ich bin sehr stolz darauf. Und jetzt noch hier der Key, also es kann jetzt mehr schief gehen, oder? Wo kommt der jetzt hin, der Key? In die Firma oder ins Wohnzimmer? Der kommt nämlich in die Firma zu unseren Mitarbeitern. Es war ja nicht einfach, sich da zurückzuziehen. Das ist so ein großer Markt. Und als ich das meinen Mitarbeitern gesagt habe, da haben sie alle einfach geklatscht. Und eigentlich hat keiner in dem Moment Angst um seinen Arbeitsplatz gehabt. Und das finde ich schön. Ich bringe das jetzt mit und sage, es geht weiter. Wir haben viel Unterstützung überall. Das ist unser Rückzug aus China.